Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spurlos Verschwunden. Der heutige Fall ist etwas ganz Besonderes. Es geht hier um einen jungen Mann, der im Alter von 17 Jahren verschwunden ist, und um seine Mutter und vor allem darum, wie sie die letzten 19 Jahre zugebracht hat, wie sie die ganze Sache verarbeitet hat. Beginnen wir mal mit den Anfängen, und zwar auf der Homepage, die seine Mutter zusammengestellt hat. Man findet hier unter rohrhuber.wordpress.com eine eigene Homepage, die sich dem Fall widmet. Diese Homepage ist bereits die zweite Homepage, die ich entdeckt habe. Da der Markus ja mittlerweile schon sehr lange verschwunden ist, dürfte es so sein, dass sich da irgendetwas vom Anbieter her getan hat. Daher ist das jetzt schon die zweite Homepage, die es gibt. Kommen wir mal zu den Grunddaten des Falls. Es geht eben um den Markus Rohrhuber. Er ist aus Österreich, Oberösterreich, um genauer zu sein. Er ist jetzt seit 19 Jahren verschwunden. Nächstes Jahr ist es dann wieder ein rundes Datum, dann sind es 20 Jahre. Hier oben sehen wir ein Foto. Sein Nachname ist eben Rohrhuber, sein Vorname ist Markus. Er spricht Deutsch und er ist seit dem 11. Mai 2000 abgängig. Mittlerweile ist er natürlich erwachsen. Er dürfte jetzt 36 Jahre alt sein. Er ist damals aus Hallstatt, das liegt in Oberösterreich, verschwunden. Markus Rohrhuber ist 1,80 Meter groß, schlank, und er hat blaue Augen und brünettes Haar gehabt zum Zeitpunkt seines Verschwindens. Die Haarfarbe kann sich ja durchaus ändern und auch die Statur. Nach wie vor werden zweckdienliche Hinweise gesucht. Da werden wir aber noch ein bisschen genauer dazu kommen, wenn wir dann die letzten Meldungen seiner Mutter hören. Seine Mutter heißt Brigitte Rohrhuber. Folgende Informationen gibt seine Mutter bekannt, und ich zitiere hier von der Seite helptofind.it. Markus besuchte die HTBLA für Innenausbau in Hallstatt und wohnte unter der Woche dort im Internat. Das Wochenende verbrachte er zu Hause in Linz. Am 11. Mai 2000 war er noch beim Frühstück im Internat, nahm aber am Unterricht nicht mehr teil. Als er auch zum Abendessen nicht mehr erschien, wurde ich und danach auch die Polizei verständigt. In seinem Kasten fand man einen Abschiedsbrief, worin er sich entschuldigte und meinte, wir sollen uns keine Sorgen machen, er würde sich schon durchschlagen. Er kündigte auch darin an, dass er seinen Namen ablegt, da er nicht mehr wert ist, mein Sohn zu sein. Es wurde noch am Abend mit der Suchaktion begonnen. Ermittlungen ergaben, dass er am Nachmittag noch in der Schule beim Internetcomputer und auch noch beim Einkaufen gesehen wurde. Er hat von seinem Konto 3 Tage vorher 300 Schilling abgehoben. Wenn man das umrechnet, 300 Schilling sind rund 20 Euro, also kein riesengroßer Betrag. Und den Tag davor hat er 400 Schilling abgehoben. 400 Schilling sind rund 30 Euro. Und er hatte angeblich rund 1000 Schilling in bar bei sich, was ca. 70 Euro entspricht. Das heißt, insgesamt waren das, wenn man die Inflation nicht mit berücksichtigt, um die 120 Euro. Damit kommt man ein Stückchen, aber man kann damit definitiv nicht Wochen oder gar Monate lang überleben. Pass und andere Ausweise hatte er nicht mitgenommen. Er hat auch später nichts mehr von seinem Bankkonto abgehoben. Trotz großer Suchaktion und Befragung der Schüler und Lehrer konnte nicht ermittelt werden, ob und wie er Hallstatt verlassen hat. Für das Verlassen von Hallstatt gibt es mehrere Möglichkeiten. Per Schiff und Zug. Da sehen wir hier eine Karte, also hier liegt Hallstatt, das ist der Hallstätter See, und es gibt die Hallstatt-Schifffahrt, da gibt es unterschiedliche Linien, die dann in andere Orte gehen. Dann kann man von da aus in andere Orte fahren und eventuell von dort aus den Zug oder den Bus nehmen. Dann eben
per Bus, per Anhalter oder zu Fuß. In den letzten Jahren wurde der Fall auch immer wieder in den Medien, Zeitungen, TV in Österreich und Deutschland gebracht, aber es gab bis jetzt keine brauchbaren Hinweise. Da er ein Einzelgänger war, hatte er keine Freunde. Das ist das, was die Mutter über ihn sagt. Also hier finden wir noch einmal einen Link mit weiteren Infos und da kommt man dann direkt zur alten Homepage. Eben die, die ich noch kenne, weil ich den Fall ja auch schon sehr lange verfolge. Und ja, gerade in den ersten 10 Jahren schon sehr mitgefiebert habe, dass die Mutter da vielleicht etwas erfährt. Ja, so sieht die aus. Das ist noch auf einer Seite von aon.at. Da hat die Mutter auch noch einmal die Hinweise und eine Verlinkung zu ihrer E-Mail bzw. die Telefonnummer der Sicherheitsbehörde wird hier angezeigt. Also das wäre 059 133 40 33 33 oder eben bei einer ganz normalen Polizeidienststelle. Dann gab es hier mal ein Forum bzw. irgendwann auch einmal ein Gästebuch. Da hat die Mutter jedes Jahr geschrieben, an seinem Geburtstag, an Weihnachten, ja, allen möglichen Feiertagen, vor allem an Markus gerichtet. Natürlich hat in dem Fall auch die Gerüchteküche wieder einmal gebrodelt, wie es so oft ist bei vermissten Fällen, gerade in der ersten Phase oder in den ersten Jahren. Dann schauen wir uns noch ein paar Fotos an. Das ist der Markus Rohrhuber. Und er dürfte sich zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal die Haare ganz kurz geschnitten haben oder schneiden haben lassen. Auf der Homepage seiner Mutter sind noch folgende Worte an ihn gerichtet. Lieber Markus, egal was du in den letzten Jahren gemacht und erlebt hast, ich liebe dich. Du weißt doch, Liebe heißt, alles verstehen und alles verzeihen. Bitte melde dich, deine Mom. Das hat sie geschrieben, als Markus 15 Jahre lang vermisst war, das heißt vor 4 Jahren. Mittlerweile hat die Mutter da andere Ansichten. Da gibt es in den oberösterreichischen Nachrichten folgenden Artikel. Der Titel ist, wenn er ein neues Leben hat, dann will ich es nicht zerstören. Dieser Artikel ist aus 2017, das heißt, er ist rund 2 Jahre alt. Darin steht Folgendes. Vor 17 Jahren verschwand Markus spurlos. Seine Mutter hat damit zu leben gelernt. Es ist Sonntagabend, der 7. Mai 2000, als Brigitte Rohrhuber ihren Sohn Markus mit dem Auto zum Bahnhof bringt. Wie jedes Wochenende hat der 17-jährige Linzer das Wochenende bei seiner Mutter verbracht. Danach soll es wieder ins Internat nach Hallstatt gehen. Bis nächsten Freitag, sagt die damals 41-Jährige. Wie sonst auch immer. Nächstes Wochenende, sagt Markus, aber diesmal komme ich nicht heim. Brigitte Rohrhuber hingegen wartet bis heute auf ein Lebenszeichen ihres Sohnes. Oder auch nicht mehr. Nach 17 Jahren hat die Linzerin längst akzeptiert, dass sich Markus für ein anderes Leben entschieden hat. Nach 10 Jahren des Bangens, der Mithilfe bei den Ermittlungen und zuletzt der intensiven Suche auf eigene Faust, hat die Mutter dann eine für sie weitreichende Entscheidung gefällt, wie sie sagt. Ich habe mich gefragt, was zählt mehr? Mein Egoismus, dass ich wissen will, wo er ist und was er macht, oder sein Entschluss, ein Leben so zu gestalten, wie er es will. Brigitte Rohrhuber hat sich für Letzteres entschieden. Seither gehe es ihr wieder sehr gut, wie sie sagt. Auch deshalb, weil sie weiß, dass Markus Schritt trotz Problemen in der Schule kein kurzfristiger Schnellschuss gewesen ist, sondern er diesen bereits länger geplant hatte. In seinem Abschiedsbrief, den er im Internat hinterlassen hat, hatte er seinen Neustart angekündigt. Der Abschiedsbrief ist übrigens damals im Spind gefunden worden von ihm, wenn ich mich recht erinnere. Seine Familie solle sich keine Sorgen machen. Er würde sich schon durchschlagen, hieß es darin. Danach packte er ein paar Sachen sowie rund 1000 Schilling und einen kleinen Rucksack.
Den Pass ließ er zurück und verließ am 11. Mai, einem Donnerstag, nach dem Frühstück das Internat. Danach verliert sich seine Spur. Welche Verkehrsmittel er benutzt hat, um von Hallstatt wegzukommen, ob er eine neue Identität angenommen hat, wissen nicht einmal die Ermittler. Ja, und genau diese Aussage ist es eigentlich auch, warum ich über diesen Fall ein Video machen wollte. Im Prinzip geht es hier nicht darum, Markus zu suchen. Das Bemerkenswerte an der Geschichte ist seine Mutter und ihr Wandel vom verzweifelten Suchen zum Verarbeiten und zum Abschließen. Diese Aussage, mein Egoismus, dass ich wissen will, wo er ist und was er macht, sollte nicht mehr zählen als seinen Entschluss, sein Leben so zu gestalten, wie er es will. Also das ist wirklich, das zeugt von einer Liebe zu ihrem Kind, die unendlich groß ist. Das ist so erstaunlich und so unglaublich und eigentlich nicht in Worte zu fassen. Also was diese Frau sich im Prinzip mitgemacht hat, ja, das muss man sich vorstellen. Das eigene Kind verschwindet, man hört fast 20 Jahre, sind's bald, nichts. Aber sie dürfte das irgendwie im Gefühl haben, dass er noch lebt und dass er sich ein neues Leben aufgebaut hat und das will sie ihm auch nicht zerstören. Also die Liebe zu ihrem Kind ist wirklich unbeschreiblich groß und offenbar unendlich und der Markus ist ihr viel wichtiger, als dass sie jetzt irgendwie wissen muss, wo er ist. Kommen wir zum Schluss des Artikels. Brigitte Rohrhuber geht sogar noch ein bisschen weiter. Sie sagt, man kann nie sagen, was er mitgemacht hat oder ob er überhaupt noch lebt. Sollte er morgen wieder vor ihrer Haustüre stehen, würde sie ihn dennoch mit offenen Armen empfangen, sagt sie, räumt aber auch ein, dass das Zusammenleben vermutlich nicht so einfach wäre. Es ist jetzt 17 Jahre her, wir wären Fremde füreinander. Ja, mittlerweile sind es ja jetzt 19 Jahre. Natürlich ist auch was dran, er ist jetzt dann eigentlich mittlerweile länger verschwunden, als er bei der Familie gelebt hat. Könnte auch mittlerweile ein anderer Mensch sein und ja, man weiß es nicht genau. Aber der Fall an und für sich ist spannend einerseits, weil ein Mensch offenbar einfach so verschwinden kann aus Österreich in Europa, dass man ihn nicht mehr findet. Wie vorher habe ich also kurz angesprochen, die Gerüchteküche hat natürlich gebrodelt. Jahre nach seinem Verschwinden, da gab es Spekulationen darüber, ja, dass er mit irgendjemand, wie gesagt, Spekulationen möchte ich jetzt nur festhalten, ja, dass er zum Beispiel mit seiner Sexualität irgendwie nicht im Reinen war und deshalb abgehauen ist. Gibt es keine Belege dafür, dass er zur Fremdenlegion gegangen ist. Gibt es auch natürlich keine Belege dafür, dass er in Spanien ist oder sonst wo und dort ein neues Leben hat. Ja, man weiß es einfach nicht. Er ist spurlos verschwunden. Seit fast 20 Jahren, man hat nichts von ihm gehört. Er ist wie vom Erdboden verschluckt, ob er noch lebt, wie lange er noch gelebt hat nach seinem Verschwinden. Alles ist offen, nichts ist sicher. Aber die Mutter scheint das für sich verarbeitet zu haben, ja, und das ist wichtig. Das freut mich für sie und das ist im Prinzip das Spannende und Interessante an dem Fall, ja, dieser Weg der Mutter. Ich denke, da kann man sich auf jeden Fall, auch wenn es das Schlimmstmögliche passiert und das eigene Kind verschwindet und man hat keine Ahnung, wo es ist und das jahrelang, eigentlich mittlerweile schon fast jahrzehntelang, es gibt Hoffnung. Brigitte Rohrhuber ist ein Beispiel dafür, dass man, auch wenn einem so etwas passiert, irgendwann wieder Mut finden kann und irgendwann auch wieder vielleicht so etwas wie glücklich werden kann. Weil sie sagt zumindest von sich, dass es ihr wieder gut geht und beziehungsweise sehr gut, ja, wie sie meint. Also kann man nur jedem wünschen, dem so etwas passiert und ja, damit kommen wir zum Ende des Videos. Ich zeige ja nochmal das Bild von Markus, wobei wie sinnvoll das ist, ist jetzt natürlich fragwürdig, aber der ganze Fall ist einfach spannend und eben wie gesagt auch der Weg der Mutter, den
sie gegangen ist in den letzten 19 Jahren. Es war sicher eine lange Reise für sie persönlich. Und ja, damit ist dieses Video zu Ende und ich hoffe, es hat euch gefallen, es war informativ. Ihr habt vielleicht irgendetwas Neues gehört und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ein Gefällt mir da lasst oder ein Abonnement, das hilft mir sehr. Und ich hoffe, ich höre euch beim nächsten Mal wieder. Danke und tschüss.